Morgen an diesem Samstag, wieder mal habe ich mich hier hinbegeben und wie ihr seht, hat sich etliches getan. Und zwar sind etliche Kantensteine besetzt worden. Der obere Bereich hier ist mittlerweile umringt von Kantensteinen. Der Bürgersteig ist hier verbreitert worden, sodass also da, wo ich jetzt stehe, eine circa 1,50 Meter breite Fläche entstehen wird hinter dem Bauzaun bis zu diesen Kantensteinen. Wunderbares Wetter heute, strahlend blauer Himmel. Hier vorne seht ihr also diese Fläche jetzt nochmal. Dort wird eine Treppe runterführen. An den Kantensteinen hinter dieser rot-weißen Pylone. Diese schwarzen Röhren, die aus dem Boden schauen, werden für den Weg, für die Beleuchtung, für die Lampen am Weg genutzt. Dort hinten, wo sich der Ausläufer befand, ist noch das Loch. Das ist mit Folie ausgelegt, wird höchstwahrscheinlich noch verfüllt, müsste man sich mal dann näher informieren. Hier ist alles mit Folie belegt. Wir haben also hier im weiteren Bereich laufen die Kantensteine hier für diese obere Eingangsfläche laufen weiter in Richtung Catering-Bereich. Dass der Weg, die Vorbereitung des Weges, unter dem sich die dicken Drainagerohre befinden, bereitet ist. Des Weiteren im rechten Verlauf hinter der hinterliegenden Folie auch bereits für die Beleuchtung alles vorbereitet für die hohen Laternen. Dort vorne natürlich auch noch ehemaliges Fundamentloch, was mit Folie noch ausgelegt wird. Folie ist ja hier genügend. Und hier in dem Bereich seht ihr auch jetzt, ich zoome da mal ran, die schwarzen Elemente, die Röhren, die aus der Erde herauskommen werden, also für die Beleuchtung, die aufgesetzt werden, die Laternen, die dann in diese Richtung den Weg über diesen Kanaldeckeln, wo das Oberflächenwasser eintreten kann und dann hier zur Straße geleitet wird in die Kanalisation. Dieser Weg wird also dann direkt beleuchtet und mit Bäumen umsäumt in Richtung Aufgang führen zum Käfig über der Treppe, wo Marketing wird das Ganze dann managen. Hier im vorderen Bereich seht ihr eine etwas hinter dem Sandhaufen eine etwas größere mit Gummidichtung versehene braune, tönerne Plastikrohr. Das wird hier der Catering-Bereich, auf dem hier noch im Endeffekt der Schotter liegt. Ich stehe jetzt hier gerade auf dem Bürgersteig. Unter mir der pink markierte Punkt für die Elemente. Dort hinten bereits fertig der Treppenabgang. Großzügig dort, ich zoome ran, geleitet. Diese Treppe muss natürlich noch ausgebaut werden und die Oberflächengestaltung wird dann eintreten in Bezug auf Wegepflasterung und Einbringen von Bänken, Catering-Bereich, hier links die kleine Halde, hier hinter dem Bagger, hinter dem kleinen, die zweite Halde, dahinter die Buhlbahn und ganz hinten, wenn man unten durchschaut, der Bühnenbereich. Ich stehe jetzt hier an der Ecke zu dem kleinen Wäldchen, was hier noch steht, am Parkplatz der Druckerei an der Emil-Weidt-Straße. Und wie ihr seht, liegt hier entlang des noch befindlichen Bauzaunes noch jede Menge weiteres Material. Hier befinden sich auch noch
Folien. Die Steine stehen ja hier schon seit längerem. Das wird für den kleinen Hallenbereich wohl benutzt werden. Und ich sage mal, bei dem heutigen Wetter macht es richtig Spaß. Die Reflexionen sind richtig toll. Der Anthrazitlack glänzt ja richtig wunderschön in der Sonne. Der Himmel ist strahlend blau. So macht es Spaß und so wird es hier auch demnächst hoffentlich eventuell sogar unter Corona-Bedingungen Spaß machen, wenn Herr Knepper vom Knepper-Management seine Unterschrift unter den Catering-Vertrag setzen wird. Machen wir hier nochmal eine Rundumschau. So, was natürlich eben halt die Anmerkung, ich mache da heute keine Fotos von, dazu ist meine Laune zu gut. Hier hinter mir befindlich und auf der anderen Seite der Emil-Weidt-Straße, die Parkboxen sind heute leer, weil nicht gearbeitet wird, weder im vorderen Bereich der alten Lohnhalle noch hier bei der Druckerei, aber der Pflegezustand ist unter aller Sau. Es wird immer mehr Müll reingeschmissen. Das Laub, was in den Boxen sich befindet, liegt da schon, weiß ich nicht, jahrelang. Das ist nicht gesäubert worden. Im vorderen Bereich gibt es jede Menge. Und dann hier natürlich irgendwelche Fressschalen einfach auf die Straße geworfen. Und das geht so nicht. Und da muss was passieren. Das anschaue, das ist hier die Einfahrt zum Parkplatz der Druckerei, die sich in der alten Maschinenhalle von Schacht 6 befindet. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist hier alles einfach überwuchert. Ich gehe mal hier nochmal entlang. Ja, da, bitteschön. Einmal ganz kurz. Ich werde jetzt mal hier reingehen. Hier habt ihr nochmal die Maschinenhalle in ihrer ganzen Pracht. Ist ja wunderschön, auch wenn hier die Bäumchen blühen und wir hier einen Ausblick haben, der wirklich sehr schön ist. Aber dass da unten dann noch Blumenpötte noch deponiert werden, einmalig. Also was hier abläuft, ist vom Feinsten. Na, und das ist ja eigentlich auch ein Denkmal hier. Und wenn man das pflegen könnte, das sind ein paar Schnitte, die hier gemacht werden müssen. Und dann eben halt regelmäßig das Ganze dann immer nacharbeiten. Das wäre ganz einfach und eine tolle Sache. Aber dazu müssen die Leute erstmal da in eine Pötte kommen. Und wie wir wissen, die Ämtermühlen mahlen langsam und die Zuständigkeitsbereiche, speziell in Corona, weil Corona entschuldigt ja eigentlich alles, überall. Für mich legt Corona hier nochmal das Brennglas drauf, dass da viele Leute dann eben ganz einfach auch untätig sind und das durch Corona entschuldigen. Na, und wer keinen Bock hat, der soll es einfach sein lassen und fertig und andere Leute dann an seine Stelle treten lassen. Gehen wir mal hier weiter. Ihr seht also hier, das ist ein Privatparkplatz. Und hier wird man auch abgeschleppt. Ja, jetzt begeben wir uns mal hier in diesem Bereich auf der Rückseite. Und da haben wir natürlich gleich die Möglichkeit, dort hinten einmal ranzugehen. Fantastico. Wunderbare, schöne ehemalige Schrankbretter, Pressspan, natürlich ökologisch einwandfrei. Hier ist auch noch so eine Schranktür in hellblau. Und ja, was soll ich dazu sagen, so ein Drehtisch, den irgendeiner mal im Wohnzimmer hatte, läuft. Also ist schon klasse. So, gehen wir mal hier eine Runde weiter in Bezug auf die Bühne. Schauen wir uns das mal da an. So.
Dieser Abschluss hier zum Druckereigebäude, der war ja gegeben, der läuft von der Böschung hinter mir vom Fahrrad-Fußgängerweg dann direkt weiter. Dort liegen auch noch weitere Elemente, die eingebracht werden müssen mit diesen Aussparungen. Und wir werden sehen, wie das hier gestalterisch gelöst wird. Sehen wir hier exakt die eine linke Diagonalstütze, die rechte und den Bühnenbereich, der sich dazwischen befindet. Eine wunderbare Spielfläche. Mittlerweile ist auch der Betonsockel des Schachtes eingefasst und wie ihr sehen könnt, die Böschung dahinter ist auch bereits unterhalb an der Unterkante foliert mit Beton ausgelegt und in dem Sinne ist das klasse. Ein Blick in Richtung meines ersten Standpunktes. Ihr seht also die Böschung auf der rechten Seite oben hinter den Bauzäunen der Fahrrad- und Radweg. Dort hinten die wunderschöne langgezogene Treppe, die dann von oben von der Straße, von dem Bereich, der ja foliert und ausgekoffert war, dann hinunterführen wird auf die Höhe des Schachtes, der natürlich tiefer liegt. Hier ist eben halt bedingt dadurch, dass der Fahrradweg dort oben aufgeschüttet wurde über dem kontaminierten Gelände seinerzeit, als LEG das hier saniert hat, ist dort oben halt die Sache ein wenig höher, ich denke mal 3 Meter höher. Und dieser Höhenunterschied dann auch von der geführten Straße, die ja nach links eine Neigung hat, wird dort ausgeglichen durch diese lange Treppe. So, hier nochmals, die Bühne bin ich leider mit drauf. Hier relativ mittig auf dem Fahrrad- und Radweg und man kann hier alles bereits erahnen. Der Plan wird also hier perfekt umgesetzt. Die Elemente hier, ich fange mal links an, laufen entlang der Böschung. Hier wird auch noch eine Treppe eingebracht werden und dort geradeaus faktisch auf den Schacht von der Emil-Weidt-Straße zuführend die entsprechenden schwarzen Röhren für die entsprechende Verkabelung und das ist verkabelt und die Laternen, die dort aufgesetzt werden. Dort werden große Laternen aufgesetzt. Hier auf der rechten Seite hinter der Treppe werden kleinere hüfthohe Laternen aufgesetzt. Wunderschön. Vor allen Dingen auch farblich. Das Einzige, was mich dann halt beunruhigt, ist, wenn hier keine Öffentlichkeit richtig hergestellt werden wird, dass hier einerseits die Leute, die hier im Dunkeln dieses Gelände bevölkern, wenn man die Luft riechen kann, sich hier breit machen könnten und andererseits natürlich auch hier Vandalismus-Sprayer rumlaufen und ich sag mal im Endeffekt, durch den Käfig bedingt, ist aus versicherungsschutztechnischen Gründen natürlich jeder dann eigenverantwortlich, der meint, da hochklettern zu wollen, zu können. Und wenn er abstürzt, ja, Pech gehabt. Und so ist das so einfach. Ja, schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Ich schwenke nochmal hier hoch und gehe jetzt langsam entlang der Bereiche, die Löcher auf der linken Seite, dort wo eben halt noch Ausläufer der alten Versorgungsschächte waren, die sind noch ausgehoben, das wird noch foliert und aufgefüllt werden müssen. Ja, schauen wir mal. Dort hinten auch vielleicht ein schöner Ausblick auf die Propsteikirche, die sich hier genau zwischen den Diagonalstreben fängt. Einmal rauf und auch wieder runter. So, ich denke mal, das war's für heute und
Wir werden uns hier weiter drum kümmern, können natürlich nicht hier täglich auftauchen, aber wir bleiben immer am Ball und auch in Bezug auf das, was danach, nach der Fertigstellung hier passiert. Es ist einfach versprochen, wir sind am Ball und wir machen weiter. Wer rastet, der rostet. Glück auf vom Hans-Köster-Schacht 4 der ehemaligen Großzeche Holland in Wattenscheid. Hier nach Wattenscheid, nach Bochum, ins Ruhrgebiet. Und speziell grüßen möchte ich heute nochmal unsere Freunde aus Brunzum in den Niederlanden, speziell den Peter Kaufenhoven, den Hans und seine Mannen. Und ich wünsche denen ein sonniges Wochenende. Und auch wir werden uns hier bestimmt irgendwann mal wiedersehen. Glück auf! Moin! Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom.